Jolanda Neff im Shorttrack hier in der Lenzer Heide beim Heimweltcup zweite geworden. Wenn du durchlaufst und du durchfährst, dann wird es einfach laut. Wie ist das für dich? Ja, es ist absolut unglaublich. Also, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Es ist wirklich Wahnsinn. So ohrenbetäubend laut. Also, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr schon so laut war, aber jetzt, heute Abend ist es mal ganz, ganz wahnsinnig gefahren. Also, das Schweizer Publikum ist ja ist absolut grossartig da. Und du bist selber auch schon heiser, wahrscheinlich, weil du mit so vielen Leuten reden musst. Ja, ich bin richtig heiser, jetzt habe ich dann keine Stimme mehr. Aber das ist mehr wegen dem Rennen. Habe ich meistens nach dem Rennen, wenn ich muss schnaufen, dann habe ich nachher nicht mehr so viel Stimme. Am Schluss wieder das gleiche Duell wie vor einer Woche in Val di Sole mit Pauline Ferrand. Wie hast du das mal erlebt, den Schlusssprint wieder gegen sie? Ja, ich muss einfach noch besser verstehen, wo dass ich vorne sein muss. Ich dachte eigentlich, die Zielkurve hier, die Schlussgerade, ist genug lang für einen richtigen Sprint. Aber ja, die Innenlinie ist dann gleich kürzer. Ja, hat nicht gelangt. Und ich bin super zufrieden, wie ich mich heute Abend gefühlt habe. Ein super gutes Gefühl. Und ja, nächstes Mal muss ich einfach noch besser verstehen, wo das eigentlich der entscheidende Punkt ist, wo dass ich vorne sein muss. Also Innenlinie nächstes Mal oder am Sonntag? Ja, nein, nicht Innenlinie, sie einfach vorne sein von Anfang an. Danke und gute Erholung. Danke.